In der Kultserie Die Waltons übernahm Mary Elizabeth McDonough die Rolle der Erin Walton. Doch was macht die Schauspielerin eigentlich heute? Die Antwort gibt es hier. Mary Elizabeth McDonough wurde mit ihrer Rolle der Erin bekannt. Sie verkörperte den Part der zweitältesten Tochter fast 10 Jahre lang. Nach dem Serienende war sie in Serien wie Emergency Room die Notaufnahme, Diagnose Mord, Boston Legal oder zuletzt bis 2009 in The New Adventures of Old Christine zu sehen. An ihren Erfolg mit The Waltons konnte sie jedoch nie wirklich anknüpfen. Zuletzt spielte sie 2018 eine Rolle in einem TV-Weihnachtsfilm. Doch nicht nur als Schauspielerin feierte der ehemalige Kinderstar Erfolge. 2011 veröffentlichte sie ihre Autobiografie Lessons from the Mountain, What I Learned from Erin Walton. Hier blickt sie zurück auf ihre Zeit in The Waltons. Aus ihrer Ehe mit Rob Wickstrom hat sie eine Tochter namens Sydney. Mit ihren ehemaligen The Waltons-Kollegen versteht sie sich noch immer blendend. Hier sehen wir sie an der Seite ihrer Seriengeschwister Ben, gespielt von Eric Scott, und Elizabeth, die von Kenny Kotler dargestellt wurde. Oder mit ihrem Serienbruder Johnny Boy, der von Richard Thomas verkörpert wurde, und mit ihrer Serienmama Michael Learned. Dieses Bild hat sie 2019 auf Instagram veröffentlicht. Es zeigt sie mit ihrem neuen Lebensgefährten.